Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Assassin's Creed Liberation. Ja, wir sind hier mit Evelyn de Grand Pré unterwegs, haben gerade den Sklave gerettet. Sklave klingt wirklich böse. Ich habe hier gesehen, dass es einen neuen Eintrag in unserer Datenbank gibt von der Stiefmama. Wollen wir mal lesen. Madeleine de Isle. Delisle wurde 1732 als geliebte Tochter einer reichen Kaufmannsfamilie in New Orleans geboren. Sie war eine schöne und hochintelligente Frau mit einem ausgeprägten Geschäftssinn. Im Jahre 1752 heiratete sie Philippe Olivier de Grand Pré und widmete sich später der Erziehung seiner Tochter aus einer früheren Beziehung, Evelyn de Grand Pré, nachdem diese von ihrer Mutter Jeannie, keine Ahnung, im Stich gelassen worden war. Sie war für ihre Zeit sehr progressiv und sorgte insgeheim für die Freilassung von Sklaven aus der Gegend um New Orleans sowie deren Transport in sichere Gefilde. Gut, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind hier wirklich als Assassinen unterwegs. Das ist die allererste Assassinen, die spielbar ist. Und wie gesagt, es ist eigentlich ein Vita-Spiel. Aber okay. Schon zweimal diesen Monat. Das Geschäft ist bereits schwer genug, ohne dass Lieferungen verschwinden. Eure Verärgerung ist nur verständlich, Monsieur. An eurer Stelle würde ich eine Untersuchung verlangen. Bitte lasst mich nachforschen. Ich spreche umgehend mit Monsieur de Saint-Maxon. Herzlichen Dank, Monsieur Blanc. Immerhin weiß ich, dass ich mich stets auf euch verlassen kann. Ich hoffe, ich muss den Namen nie aussprechen. Mal rein. Datenbank, Père de Zornas. Gérard Blanc wurde 1745 in Arkadien geboren. Seine rebellische Familie hatte durch ihre militanten Aktionen maßgeblich zur großen Umsiedlung der Arkadier beigetragen. Blanc kam im Alter von 10 Jahren nach New Orleans und verdiente sich seinen Lebensunterhalt erst als Lieferjunge, später als Angestellter und Buchhalter des arglosen Philippe de Grand Pré. Philippe. Er ist gebildet, intelligent, zurückhaltend, aber verräterisch bis ins Mark. So hieß man ihn in der Assassinenbruderschaft willkommen und bildete ihn zum Informationsoffizier aus. Seine lebenslange Schwärmerei für seine Jugendgefährtin Evelyn de Grand Pré ist gut dokumentiert, aber die wahre Natur ihrer Beziehung bleibt unbestätigt. Philippe Olivier de Grand Pré wurde 1722 als Sohn einer erfolgreichen Kaufmannsfamilie in Frankreich geboren. Als junger Mann zog er auf der Suche nach noch größerem Reichtum nach Louisiana und errichtete dort einen Handelsposten, von dem aus er Güter von der neuen in die alte Welt verschiffte. Im Jahre 1744 kaufte er während einer Geschäftsreise nach Saint-Domingue die Sklavin Jeanne und nahm sie als Mätresse, inoffizielle Ehefrau. Im Jahr 1747 wurde ihre gemeinsame Tochter Evelyn in New Orleans geboren. Dies bedeutet für ihn eine Art persönliche Erleuchtung und er schenkte Mutter und Tochter die Freiheit. Im Jahr 1752 heiratete er Madeleine de Lisle, Lord Isle, keine Ahnung. Einige Jahre später verschwand Jean und Evelyn blieb in der Obhut ihrer Stiefmutter. Als liebevoller Vater verschaffte Philippe Olivier Evelyn eine kaufmännische Ausbildung und sorgte dafür, dass sie zu einer unabhängigen Frau heranwuchs, auch wenn es ihr technisch gesehen vom Gesetz her unmöglich war, sein Geschäft zu erben. Er starb im Jahre 1776. 52 geboren, der ist ja gar nicht alt geworden, der ist ja nur 54 oder so geworden. Das ist nicht alt, wahrscheinlich wurde er getötet oder so. Man weiß es nicht. Nee, willst du nicht weitergehen? Ach ja. Das sind aber große Fässer hier. Wieso dreht der sich so oft um? Was stimmt nicht mit ihm? Oh, bonjour.
Ja, dass ich nicht sprinten kann, macht das Ganze nicht leichter, ne? Geralt verfolgen. Das Ziel ist zu weit entfernt. Jetzt habe ich verloren. Doch nicht. Bursche, die Fracht wurde von diesem Schiff gestohlen. Ich kann sie ebenso wenig wieder beschaffen wie du. Ja, Monsieur, das ist sehr beunruhigend. Nun, wozu würdet ihr denn raten? Ich weiß nur eins. Der Kerl war so dreist, sich zu kleiden wie ich und meine Unterschrift zu fälschen. Ist das vorstellbar? Nein, Monsieur. Vorstellungskraft war nie meine starke Seite. Wenn es keine Umstände macht, kann ich eure Bücher sehen? Meine Bücher? Da frag mal lieber den Kapitän. Ist die Crew bestechlich, ist der Kapitän nicht weniger korrupt. Die Schiffswache bestechen. Warum steht da nicht abstechen? Hallo Männer. Ich bin so hübsch und viel stärker wie ihr. Schuhe für meinen Sohn. Seid ihr der Kapitän dieses Schiffes? Sie. Kapitän Carlos Dominguez. Zu euren Diensten. Schleimer. Kann ich euch unter vier Augen sprechen, Kapitän? Wer bin ich, so ein reizendes Wesen abzuweisen? Kommt! Der denkt sich jetzt, ui! Wärt ihr so freundlich, mir zu verraten, was mit der Fracht von Monsieur de Saint-Maxent geschah? Warum wollt ihr das wissen? Ach, sorgt euch nicht, mein Engel. Die Fracht hat ihren vorgesehenen Empfänger längst erreicht. Lasst mich euch einschenken und behauptet nicht, dass dies nicht der beste Madeira ist, der je über eure himmlischen Lippen kam. Wenn ihr darauf besteht, Kapitän? Oh ja, ihr findet keinen besseren Wein in der ganzen neuen Welt. Ich bin entzückt. Wahrlich. Verschwunden. Ich hoffe schwer. Schwer, dass ich jetzt da weitermachen kann, wo ich gerade rausgeflogen bin. Verdammte Axt. Muss ich gestehen, passiert oft bei der PlayStation 5. Wirklich. Ich weiß nicht, liegt es an der Konsole oder an den Spielen? Ich habe keine Ahnung, aber es ist schon ein paar Mal passiert, dass man so während des Spiels rausgeflogen ist. Ist ja nicht nur während der Aufnahme schon 1, 2, 3, 4 Mal passiert, sondern auch wenn ich mal so spiele. Ich hoffe, der hat gespeichert. Wenn nicht, dann werde ich zickig. Das kennen wir ja alles.
Oh, ich weiß nicht, wo er gespeichert hat. Ah ja, hier. Toll. Aber geht ja noch. Ich werde auf euch trinken. Das ist schön. So, das können wir überspringen. Kapitän Dominguez betören. Achso. Kann ich euch unter vier reichen, Kapitän? Wer bin ich, so ein reizendes Wesen abzuweisen? Kommt! Das Herz wird leer, oder wie sehe ich das? Das können wir auch wegmachen. Werd ihr so freundlich, mir zu verraten, was mit der Fracht von Miss... Sie brachten die Fracht in zwei Lagerhäuser. Erinnerung beginnen. Achso, da leuchtet sogar grün. Okay. Promener tout seul dans ce quartier n'est pas une bonne idée. Sieh mal an, du bist kein altes Waschschwein. Schön. Weiß schon nicht, was er von mir wollte, aber... Ich fuck ab, jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Hallo, kann mir einer helfen von euch? Ach komm ey. Ich komme nicht mehr hoch. Hä? Wieso kann er da nicht hochklettern?
Vielleicht kann ich irgendwo am Schiff hochklettern. Mann, nur wegen diese Striche, Alter. Sie will auch nicht. Weißt du, sie klettert hier wirklich meterhohe Dinger nach oben, aber aus dem Wasser klettern kann sie nicht. Toll. Prima. Ja, komm du auch noch. Ach, ich weiß jetzt, warum sie da nicht... Sie kann doch nicht klettern, wenn sie dieses Mädchen ist. Gott, überall Tote hier. Der macht mir ein bisschen Angst. Sein. Ah!
kann nicht sein. Kann nicht wahr sein. Was soll ich gegen den denn machen? Sie ist viel zu schwach in dem Zustand. Aber ich kann doch einfach nicht meine Sachen hier wechseln, oder? Excusez-moi, madame. Ah, hallo. Ich mag das Outfit jetzt schon nicht. Ich hab's von Anfang an gesagt, dass ich hoffe, dass wir nie damit spielen müssen. Ich bin unendlich dankbar für eure Hilfe, Mademoiselle Grandprix. Aber wie habt ihr es... Ach, nicht wichtig. Nur bitte, richtet eurem Vater aus, dass er für all den Ärger einen stattlichen Rabatt erwarten darf. Das werde ich. Was soll ich herausfinden? Ich wollte den Zettel hier abreißen, Mann. Was stimmt denn nicht mit ihm? Ihr müsst euch keine Sorgen machen, Monsieur. Die Fracht wird rechtzeitig ausgeliefert. Nun, ich nehme an, das verdanken wir St. Vinzenz. Oder vielleicht einem Schutzengel, Monsieur. Ah, Aveline. Sicher ist es nicht die Gesellschaft deines Vaters, die dich hier führt. Ich werde euch beiden eure Privatsphäre lassen. Aveline, die Dokumente, die du an Bord jenes Schiffes fandest. Ich kenne einen der Namen. Rafael Joaquin de Ferrer. Ein Feind von uns. Ich weiß nicht, was er damit zu tun hat, aber ganz sicher ist das mehr als einfacher Diebstahl. Wie kann ich helfen? Einer von Agathes Dienstboten sagte uns, er würde heute an einer Abendveranstaltung im Hause des Gouverneurs teilnehmen. Ich werde mein schönstes Kleid tragen. Oder weniger. Keine Angst, Gerald. Ich werde ihn ganz bestimmt entlarven. In der Zwischenzeit könntest du dich doch mit dem Anwesen des Gouverneurs anfreunden. Vielleicht findest du einen diskreten Nebeneingang? Keine Angst, Gerald. Ich bereite mich gut vor. Eine Sache noch. Da steht ein kleines Haus zum Verkauf neben der Gouverneursvilla. Es wäre eine ideale Umkleidekammer. Wenn es dir nichts ausmacht... zu kaufen. Euer Wunsch ist mir Befehl, Monsieur Blanc. So was brauche ich. Wenn ich das richtig verstehe, kann ich die, die hier rumlaufen, die dann das Herz hin über den Kopf kriegen, nehmen, damit sie mir beim Kämpfen helfen. Und stell dich nicht so an da jetzt. $500 ausgeben. Meine erste Umkleidekammer. So. Die kann wenigstens klettern. So, ich hole mir den jetzt nochmal hier. Oh,
schon gedacht, ich kann da auch rüberklettern. Je ne sais pas. Für jedes Mal wieder klettern, kriege ich wieder ein bisschen was dazu. Mich interessiert gerade, wie das Spiel auf der Vita ausgesehen hat. Ob das auch schon so schön war? Entschuldigung. Je vais t'apprendre les bonnes manières. So. Und wir wieder ganz unschuldig. Est-elle devenue folle? Gut, nehmen wir die Treppe, die noch keine ist. Wo ist denn hier der... Hä? Hier unten ist sogar direkt ein Zettel, prima. Oh. Ein Pfeiltitel. So. Ach, da unten ist noch einer. Der macht dann den Rest frei. Schnappen wir uns den noch, wa? Er ist auf dem Schiff. Hey, warum kriege ich dafür gleich ein? Haben die gerade auf mich geschossen? Sind die bekloppt? So, dann haben wir den auch.
Warum ist das hier noch nicht frei? Hier gibt's doch gar keinen mehr. Naja, ach doch, hier ist noch einer. Da, guck mal, der, da, ui. Den holen wir uns als nächstes. Aber in der nächsten Folge. Freunde, ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Lasst mir was da. Passt auf euch auf. Und bis dahin. Ciao, ciao.